Ja, normalerweise würde ich heute eigentlich zu unserer Clubausstellung einladen, die ja jedes Jahr um die Osterzeit stattfindet. Dieses Jahr haben wir eben aber was ganz Besonderes, nämlich den 48. Internationalen Städtewettbewerb. Dazu muss ich vielleicht ein bisschen was sagen, was das überhaupt ist. Den kennt vielleicht nicht jeder. Also vorher sind wir schon gefragt worden, geht es darum, dass Städte fotografiert werden? Das ist nicht so, sondern es geht darum, dass eben insgesamt 10 Clubs aus Deutschland, also insbesondere aus Bayern und aus Österreich, an diesem Wettbewerb teilnehmen. Jeweils 5 deutsche, 5 österreichische. Und im Prinzip sind wir alle 10 Jahre dran, den auch auszurichten. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes System. So kommt jeder mal dran und es ist sichergestellt, dass er ausgerichtet wird. Dieses Jahr sind eben wir dran. Und wir haben uns die Themen gesetzt, Vergänglichkeit und schlechtes Wetter. Die beiden Themen sind grundsätzlich von uns so gewählt worden, einmal weil wir natürlich schon mit dem Thema Vergänglichkeit uns mal beschäftigt hatten. Das war natürlich eine Sache, die wollten wir uns dann nicht entgehen lassen. Wir haben das Thema schlechtes Wetter gewählt. Wir haben angefangen erst über Klima und Ähnliches zu diskutieren, das fanden wir sehr interessant. Nur war uns das dann ein bisschen zu vage. Wir haben gedacht, irgendjemand hat es vorher schon mal gesagt, in Mitteleuropa haben wir immer schlechtes Wetter, also das müsste eigentlich genug Fotomotive geben. Den Städtewettbewerb gibt es tatsächlich schon seit 1966, was mir nicht klar war, dass wir heute eigentlich ein Jubiläum haben, nämlich 50 Jahre Städtewettbewerb. Wir haben den 48., weil es halt zweimal ausgesetzt worden ist, wir hatten 2 kurze Unterbrechungen drin, aber von der Jahreszahl haben wir dieses Jahr auf jeden Fall ein Jubiläum. Die Städte, die teilnehmen, sind immer in wechselnder Besetzung. Seit 1978 sind wir mit den Fotofreunden vertreten. Da habe ich auch noch nachgereicht einen interessanten Fakt dazu. Aber momentan die teilnehmenden Clubs sind Abensberg. Wir haben 2 Clubs gleich aus Braunau. Wir haben Burghausen, Eggelsberg, Oberndorf, Markt Schwaben, Salzburg, Traunstein und eben Pfaffenhofen. Grundsätzlich, wie muss man sich das vorstellen, wie so ein Städtewettbewerb abläuft? Wir haben oder ein Themenwettbewerb generell, wir haben vor gut einem Jahr die beiden Themen festgelegt. Das heißt, die Fotografen hatten eigentlich nur ein Jahr Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wer weiß, dass viele andere Wettbewerbe noch laufen, weiß, dass die Zeit immer ganz schnell knapp wird. Von daher ist das natürlich immer eine große Herausforderung. Wir hatten dann Einsendetermin im Februar. Da hat dann für uns eigentlich so richtig die Arbeit angefangen. Vorher natürlich viel Planung und Vorbereitung, aber da ging es dann so richtig ans Eingemachte. Am 5.3. haben wir dann die Jurierung hier bei uns gehabt in Pfaffenhofen. Das war eigentlich eine ganz tolle Sache. Unsere 3 Juroren, die die Werke bewertet haben, sind einmal der Wolfgang Elster und der Stefan Fürnrohr. Wolfgang Elster vom Fotoclub Dillingen, der Stefan Fürnrohr von der Fotografischen Gesellschaft aus Regensburg und eben heute auch anwesend der Alexander Gohlke von Blende 1 in München. Vielen wird er auch als Bezirksvorsitzende bekannt sein. Insgesamt waren 627 Werke eingereicht worden. Das ist eine sehr, sehr große Anzahl. Das ist ein Boost von 50% im Vergleich zum Vorjahr. Das ist eine ganz tolle Sache. Ich finde, da haben die Clubs, wir hatten das auf der Sitzung diskutiert, wie können wir unsere Mitglieder animieren, dass ein bisschen was vorwärts geht. Und dieses Jahr haben es die Clubs offensichtlich wirklich gut hingekriegt, insgesamt 114 Autoren zu motivieren, mitzumachen bei uns. Gut, nachdem die Jurierung durch war und die Ergebnisse dann letztendlich feststanden, haben wir natürlich noch einiges zu tun gehabt. Es galt, einen Katalog zu machen. Der Ernst Hillisch hat für uns eine ganz tolle Beamer-Show vorbereitet. Das Rahmen der Bilder, der Aufbau der Ausstellung und. Also das war ein riesengroßes Team, was da letztendlich mitgearbeitet hat. Und ich muss sagen, bis jetzt, gerade in diesem Augenblick, hat alles ganz hervorragend funktioniert. Schauen wir mal, der Tag ist noch nicht vorbei. Aber soweit bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Gut. Aber Sie haben es schon gehört, da ist viel dran, deswegen kann ich Ihnen eine Danksagung nicht ganz ersparen. An erster Stelle natürlich unser Bürgermeister, die Stadt Pfaffenhofen, die uns immer unterstützen, die uns die tolle Räumlichkeit hier auch zur Verfügung stellen. Das ist nicht selbstverständlich, dass man sowas hat. Ganz großer Dank natürlich auch an die Juroren nochmal wieder. Das ist ein Riesenakt, diese Regierung durchzuführen. Das ist eine sehr, sehr anstrengende Arbeit. Man muss die ganze Zeit konzentriert dabei sein. Ich glaube, 7 Stunden hat es insgesamt gedauert. Also das war schon wirklich sehr, sehr herausfordernd. Dann den Gerhard Kuppelwieser, irgendwo habe ich einen, da sitzt er genau, vom Salzburger Fotoclub.
der so ein bisschen den Oberhut auf hat, sehr viel mit der Auswertung sich beschäftigt hat. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache gewesen, hat viel Spaß gemacht, die Zusammenarbeit. Gut, und man kann sich das denken, der eine oder andere, der kriegt dann den Katalog gleich noch zu sehen, dass sowas alles nicht umsonst ist, kann man sich denken. Das heißt, wir haben auch ziemlich viele Kosten gehabt. Und an der Stelle möchte ich mich natürlich bei unseren Sponsoren auch nochmal bedanken. Das ist einmal die Hallertauer Volksbank, die uns sehr großzügig bedacht hat, und das Autohaus Weber. Das ist aber noch nicht alles. In dem Katalog haben sich auch noch viele Anzeigekunden gefunden, und das ist natürlich auch eine tolle Sache, dass das dadurch gleich mitfinanziert wird. Das sind unter anderem die Gärtnerei Fahn, der Tonladen aus Hohenwart, das Magazin Quer 19, das ist das Landkreismagazin von Pfaffenhofen, und das Autohaus Futter in Pfaffenhofen. Genau, und zu guter Letzt, das sind die Fotofreunde selber, bei denen möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Das ist eine riesen Unterstützung gewesen. Egal, was ihr gemacht habt, egal, ob das beim Aufbau war, das ist so eine Wahnsinns-Teamleistung gewesen. Das war wirklich stark. Da hat eigentlich nur grob die Richtung vorgeben müssen, und dann haben die einfach alle gewertet und gemacht, und es hat einfach traumhaft alles funktioniert. Und ja, recht herzlichen Dank nochmal. Und dann bin ich eigentlich schon mit den kurzen Worten fertig. Ein bisschen mehr werde ich gleich nachher bei der Preisverleihung noch sagen. Aber zuerst würde ich bitten den Herrn Köttner, dass er zu uns kommt und zu uns